In diesem Video zeige ich, wie man seinen Lasergravierer so aufrüstet, dass man damit runde Objekte wie Flaschen gravieren kann. Dafür wurde mir von ZBanks freundlicherweise das Longer Rotary Roller Erweiterungspaket zur Verfügung gestellt, welches auch mit einigen Nicht-Longer Gravierern kompatibel und in der Beschreibung verlinkt ist. Also nicht wundern, wenn mal wieder Werbung oben links steht, das ändert wie immer natürlich nichts an meiner ehrlichen Berichterstattung. Im Paket kommt alles sehr gut verpackt an. Neben einer kurzen Anleitung beinhaltet dieses die Rotationswalze sowie zwei Kabel, von welchen je nach Lasergravierer das richtige genutzt werden muss. In der Anleitung steht dazu mehr und für den Longer Ray 5 benötigen wir das mit den weißen Steckern. Da ich schon weiß, was ich gravieren will, kann ich an der Stelle auch direkt den Abstand der beiden Rollen richtig einstellen. In der Anleitung gibt es hier eine Tabelle, wo für jeden Durchmesser in Millimetern eine empfohlene Stufe angegeben ist. Ich benötige hier Stufe 2. Zur Anpassung lösen wir zunächst die Schraube, die den Riemen in Aufspannung hält. Anschließend können wir die beiden Schrauben der verschiebbaren Rolle lösen und diese auf Stufe 2 wieder festziehen. Nun die erste Schraube so verschieben, dass der Riemen wieder auf Spannung ist und festziehen. Zuletzt stecken wir noch das richtige Kabel an, um das Gerät anstelle des Motors der Y-Achse am Gravierer anzuschließen. Leider ist beim Erweiterungssatz nichts zur Höherlegung des Gravierers dabei, sodass ich hier selber etwas improvisieren musste. Als nächstes müssen wir den Lasergravierer etwas umkonfigurieren, da der als Ersatz angeschlossene Y-Achsenmotor ein anderes Übersetzungsverhältnis hat. In der Anleitung ist hier beschrieben, wie man das über eine USB-Verbindung macht. Wer allerdings wie ich den Longer Ray 5 hat, der kann das auch, wie nun gezeigt, über das Webinterface lösen. Hierzu einfach im Reiter Settings bis zur Variable $101 oder Y-Axis Travel Resolution runterscrollen. Hier merken wir uns den Wert, weil wir diesen beim Entfernen der Rotationswalzen wieder zurück ändern müssen. Anschließend wird er durch den Wert 56 ersetzt und über den etwas versteckten Button Z wird alles gespeichert. Wenn wir die Seite nun neu laden und nochmal nachschauen, dann sollte der Wert übernommen sein. Zum Testen habe ich nun zunächst ein Stück Papprolle benutzt und eine Gravur mit 2500 mm pro Minute und 15% Leistung durchgeführt. Nachdem das gut funktioniert hat, mache ich nun mit der Flasche weiter und nehme ich euch dabei Schritt für Schritt mit. Zunächst habe ich hier in LaserGRBL meine Gravur geladen und diese um 90 Grad rotiert, da die Flasche quer liegt. Außerdem muss, auch wenn das bei meinem Motiv kaum auffällt, das Motiv horizontal gespiegelt werden, dass sich der Motor andersrum dreht. Für die Gravur nutze ich 3000 mm pro Minute und 35% Leistung. Nun wird die leere Flasche auf die Rollen gelegt, der Fokus wie immer gesetzt und die Flasche richtig positioniert. Nach dem Start kann man die Gravur einfach abwarten. Da die Dämpfe nicht gerade gut gerochen haben, habe ich das Fenster aufgemacht und mich währenddessen in einem anderen Raum aufgehalten. Nach Abschluss der Gravur kann sich das Ergebnis echt sehen lassen. Ich bin mit der Qualität sehr zufrieden. Als Fazit kann ich sagen, dass mich der Erweiterungssatz und die Ergebnisse überzeugt haben. Die Einrichtung geht schnell und einfach und man kann direkt loslegen. Dazu kommt, dass der Erweiterungssatz durch die zwei verschiedenen Kabel auch mit anderen Gravierern kompatibel ist. Lediglich die Tatsache, dass man selbst eine Lösung zur Höherlegung des Gravierers finden muss, könnte man meiner Meinung nach noch beheben, indem man Fußerhöhungen oder ähnliches mitliefert. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch mit dem Video weiterhelfen konnte und freue ich mich über ein Abo, falls noch nicht geschehen.